Hier gefällt's mir. Die Arbeit macht richtig Spaß. Und wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle, kann ich vielleicht noch länger bleiben. Oder vielleicht hat der Chef sogar eine Festeinstellung für mich. Das wär's doch. Ah, Frau Winkittel. Ah, morgen, Chef. Gut, dass ich Sie treffe. Ich weiß, Sie sind erst seit kurzer Zeit bei uns, aber ich muss Sie leider darüber Kenntnis setzen, dass wir aufgrund der personellen Überbelegung leider keine Verwendung mehr für Sie haben. Und ich muss Sie darum auch bitten, den Schreibtisch bis morgen zu räumen. Viele Leiharbeiter arbeiten für kurze Zeit in einem Unternehmen, ehe sie dort nicht mehr gebraucht und an die Leiharbeitsfirma zurückgegeben werden. Teilweise wird der Leiharbeiter sogar von einem auf den anderen Tag abgezogen. So springt er von Unternehmen zu Unternehmen, immer in der Hoffnung, irgendwo eine Festanstellung zu ergattern. Und der negative Verlauf der Kurve zeigt uns letztlich klar und deutlich, dass wir was an unserer Strategie ändern müssen. Ja, und damit bedanke ich mich auch schon für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Das war eine sehr gelungene Präsentation zur Budgetproblematik. Wir werden dann in Zukunft versuchen, die Vorschläge zu berücksichtigen und in unsere weitere Planung zu integrieren. Oh, schau mal, die Gehaltschecks sind da. Was? Nur weil ich Leiharbeiter bin, bekomme ich weniger als Frau Dörr? Der Tarifvertrag für die Leiharbeitsbranche ist zu unterscheiden von dem der Stammbelegschaft. Obwohl der Leiharbeiter in seinem Team die gleiche Arbeit leistet wie alle anderen, erhält er am Monatsende bis zu 40% weniger Gehalt. Ich habe mich hier so gut eingelebt. Ich hoffe, dass die Leiharbeitsfirma mir bald schreibt und ich einen Job in der Nähe bekomme. So, mal schauen, ob ich Post habe. Endlich! Das ist ja am Ende der Welt. So ein Mist. Ein Leiharbeiter muss immer damit rechnen, dass er eine lange Zeit auf einen Arbeitseinsatz warten muss und dass er in eine fremde Stadt vermittelt werden kann. Langfristige Planungen finanzieller als auch familiärer Art sind daher kaum möglich. Frau Wegenkittel, würden Sie mir freundlicherweise mit dem Datenverarbeitungsprogramm helfen? Ich bin ja noch neu hier und kenne mich mit dem ganzen IT-Kram noch nicht so richtig aus. Ja, tut mir leid, da kann ich jetzt wirklich nicht weiterhelfen. Also, ich habe jetzt weiß Gott Besseres zu tun, als Ihnen Ihre Probleme zu lösen. Da sollten Sie sich schon selbst mit auseinandersetzen. Sag mal, hast du das gehört? Eben, die neue Leiharbeiterin, oh, die ist wieder so ein talentfreier Nichtsnutz, ne? Nimmt uns Stammpersonal die ganzen Arbeitsplätze weg. Dann soll ich der noch helfen? Oh, hat sie sich aber geschnitten. In vielen Unternehmen ist zu beobachten, dass Leiharbeiter als Mitarbeiter zweiter Klasse angesehen werden und daher ständigem Konkurrenzdruck ausgesetzt sind. Die Integration von Leiharbeitern in friedlicher Dualität mit dem Bestandspersonal ist daher nur selten zu beobachten. Ob die
Tätigkeit als Leiharbeit für einen Arbeitnehmer in Frage kommt, sollte gut überlegt sein. Fehlende finanzielle Planungssicherheit und ständige Wohnungswechsel müssen in Kauf genommen werden. Schließlich verhindert dieses Vagabundenleben, dass man sich in eine Firma integrieren und langfristige Beziehungen aufbauen kann. Langfristig stellt Leiharbeit keine Alternative dar. Stattdessen sollte Leiharbeit dabei verbleiben, wozu sie ursprünglich gedacht war, nämlich Produktionsspitzen abzufangen. Thank you.